Mondäner Aufmarsch vor spektakulärer Kulisse. Modezar Karl Lagerfeld hat auf eine Insel vor Dubai geladen, um die neue Chanel Cruise Kollektion vorzustellen. Der Ort fasziniert ihn. Es ist eine Realität, die die moderne Realität Europas hinter sich lässt. In dem Sinne, dass alte Gebäude mit neuen Sachen nicht sehr hübsch sind. Aber hier ist alles neu und das macht es in gewissem Sinne interessanter. Die Gäste kommen teils eher westlich freizügig, andere eher landestypisch hochgeschlossen gekleidet. Beim Defilé dominieren dann Impressionen aus Tausend und einer Nacht. Pluderhosen und farbenprächtige Ornamente machen klar, warum Lagerfeld das Emirat für seine Präsentation ausgesucht hat. Das ist schon meine Vorstellung von einem idealisierten Orient, aber einem Orient für alle. Es ist eine Vorstellung davon, wie der Orient die Mode inspirieren kann. Die Vorstellung scheint gelungen. Scheich Ahmed bin Zayed Al Maktoum, Chef der Fluglinie Emirates, zeigt sich beim anschließenden Treffen mit dem Modeschöpfer bestens gelaunt.